Guten Morgen YouTube. Jetzt auf dem Weg mit dem 330 DF31 auf dem Leistungsprüfstand. Allerdings möchte ich in diesem Video kurz was anderes ansprechen. Es ist ein neues Projekt geplant oder ein Projekt geplant, wo ich euch gerne teillassen haben würde. Viel verrate ich noch nicht. Ich sage nur so viel. Es geht um einen 2 Liter Turbo. Es geht um 350 PS. Wir werden Venturi mit dabei haben. Ansaugsysteme, in dem Fall ein Carbon-Ansaugsystem. Wir werden mit KW arbeiten, also mit dem Gewindefahrwerkhersteller und Federnhersteller. Wir werden in diesem Auto OZ-Felgen verbauen. Welche? Verrate ich euch noch nicht. Wir werden ein Wagner Ladeluftkühler verbauen. Allerdings ist dieser leider erst ab März lieferbar. Das wäre schon mal Hinweis Nummer 2. 350 PS. Wagner Ladeluftkühler ist noch nicht lieferbar. 2 Liter Turbo, das sind sogar drei Hinweise. Da bin ich mal gespannt, wer drauf kommt. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Ich freue mich schon richtig drauf. Ich bin gespannt. Ich habe einiges über das Auto gehört. Der Kunde hat mir bereits einiges erzählt. Er sagt, vom Feeling her ist er besser wie sein Golf 7R gewesen. Er sagt, das Fahrverhalten ist deutlich besser. Der Anzug ist deutlich besser. Ich bin gespannt. Ich bin dieses Auto noch nicht gefahren. Das heißt, ich müsste euch in dem Fall anlügen, wenn ich sagen würde, es ist so und so oder das Fahrzeug verhält sich sowieso oder so, weil ich weiß es nicht. Das heißt, wir müssen abwarten, bis das Fahrzeug im März, wenn alles nach Plan läuft, zu uns kommt. Und dann bin ich gespannt. Es wird ganz normal für euch eine Eingangsmessung geben. Es wird einen Umbau geben. Wie schon gesagt, es wird verbaut eine Venturi. Es wird verbaut eine HG Ego X. Es wird verbaut eine Downpipe, in dem Fall mit HJS-Card und EWG-Zulassung. Das Fahrzeug bekommt einen Satz Tieferlegungsfedern, in dem Fall aus dem Hause KW. Ein Satz OZ. Wie schon gesagt, welche? Erfahrt ihr früh genug. Und dann kommt noch der Ladeluftkühler aus dem Hause Wagner. Und dann natürlich das Thema Software ist natürlich auch klar. Das ist in dem Fall mein Part, Leistungssteigerung bei diesem Auto. Ja, jetzt habe ich euch, glaube ich, genügend schon verraten. Ich bin gespannt, wer drauf kommt. Lasst einfach mal einen Kommi da. Jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder ab zum Thema Leistungsprüfstand.